Herzlich willkommen zur Portfolio Live, der Plattform für einfaches, aber erfolgreiches Investieren. Mein Name ist Fabian Braun und heute ist die erste Folge 2017. Ihnen allen ein gutes neues Jahr. Der 30.12.2016 war ein besonderer Tag für uns. Es war der Abschluss des ersten Rumpfgeschäftsjahres des von uns aufgelegten AIX-Faktorfonds. Eine gute Gelegenheit, ein wenig Werbung für ihn zu machen. Wir machen ja nie Anlageberatung bei Portfolio Live. Heute ein wenig Werbung in eigener Sache. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Der AIX-Faktorfonds ist ein Robofonds. Er investiert in Aktienmärkte. Dazu haben wir die Welt in 16 Felder eingeteilt, nach Regionen und nach Faktoren und generiert systematisch digital mit dem Computer für jeden dieser 16 Märkte Signale. Ist ein Trend positiv, investieren wir in Aktien. Ist er negativ, investieren wir in Anleihen oder sogar, weil es dort auch negativ, im Geldmarkt. Am 1.2. sind wir gestartet. Wir haben also 11 Monate Rumpfgeschäftsjahr vor uns und das Jahr war voller Überraschungen. Die erste Überraschung kam, dass am 1.2. die Signale nur 6% Aktien erlaubten. Das hat sich als gut herausgestellt, denn im Februar ist der DAX tatsächlich nochmal um 10% gefallen. Dann, bis zur Jahresmitte, konnten wir kontinuierlich den Aktienanteil aufbauen, nach einem kleinen Rückschritt dann auch über 90% halten. Der Brexit hat uns überrascht, dem Fonds aber zum Glück nicht wehgetan, denn dank seiner breiten Streuung hat es fast keine Auswirkungen auf den Kurs gehabt, nicht mal kurzfristig. Dann kam Trump als nächste Überraschung. Dort haben wir gesehen, dass die Wahl vor allen Dingen Unsicherheit beendet hat und am Jahresende mit über 90% Aktienanteil hat der Fonds auch von dem darauf stattfindenden Kursfeuer profitiert. Es hat sich also gelohnt und Active Indexing hat 2016 funktioniert. Schauen wir uns das Ergebnis an. Im Jahr 2016 vom 1.2. bis zum 30.12., also 11 Monate, hat der Fonds einen Wertzuwachs von 10,28% gehabt. Das kann sich sehen lassen. Active Indexing, der Robofonds, die Entscheidungen, die der Computer trifft, sollen dazu führen, dass man zwischendurch nicht zu viele Verluste macht. Schauen wir uns die monatlichen Verläufe an. Da sehen wir, dass wir im Februar ein leichtes Plus gemacht haben, obwohl dort die Aktienmärkte runtergegangen sind. Im März dann mit 0,5% ein schon größeres, April 0,7%. Nur im Mai einen leichten Rücklauf um 0,3%. Den konnten wir dann schon im Juni wieder aufholen mit noch einem Schritt nach vorne 0,5%. Der große dann im Juli mit 3,2% Plus und zweiter großer Schritt im November und Dezember von 2,3% bzw. 2,5%. Das heißt, wenn man sich diese Monate anschaut, war das Risiko für einen Anleger recht gering. Er konnte nur in einem Monat und dann auch nur wenig verlieren. Und wer ein bisschen länger Geduld hatte, hat sehr gut profitiert von den Märkten. Man sieht, Active Indexing hat 2016 funktioniert. Was heißt das jetzt für mich? Ich bin sehr zufrieden. Gerade heute erreicht mich die Nachricht, dass die Firma iFund schon für das Jahr 2016 das gesamte Kalenderjahr untersucht hat, wie viele aktive Fondsmanager ihre Vergleichsindizes geschlagen haben. In Europa waren es 8% nur, in USA immerhin 12%. Das heißt aber nichts anderes als, dass 88% selbst in den USA der Fonds nach Kosten schlechter waren als der Index. Schauen wir doch mal bei Morningstar rein, wie da der AIX-Faktorfonds liegt. Und mit dem Index mitzuhalten ist nicht immer einfach, das sehen wir. Aber zum Jahresende, nach 11 Monaten, liegen wir über dem von Morningstar zugeordneten Vergleichsindex. Darauf bin ich tatsächlich stolz. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Ich möchte mich sehr herzlich bei allen unseren Investoren bedanken für Ihr Vertrauen. Ich möchte Sie einladen, werden Sie auch Investor. Wir wollen weitermachen. Investieren Sie einfach, aber erfolgreich und denken Sie daran, auch 2017 ist Geld nicht alles. Bitte beachten Sie, dieses Video stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es findet keine Anlageberatung statt. Historische Wertentwicklung, soweit gezeigt,
ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Trotz größter Sorgfalt können wir keine Gewähr für den Inhalt übernehmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt jederzeit zu ändern. Dieses Video unterliegt ausschließlich deutschem Recht.